Mein Name ist Christian Hausner, ich bin Geschichts- und Politiklehrer an der Evangelischen Schule Berlin-Zentrum. Die Evangelische Schule Berlin-Zentrum ist eine Gemeinschaftsschule in Berlin-Mitte an der Waldstraße im Märkischen Viertel. Und wir sind eine Schule mit 530 Schülern ungefähr, Jahrgangsstufe 7 bis 13. Also man kann alle Abschlüsse machen bei uns. Und ich selber unterrichte eigentlich von alle Jahrgangsstufen durch. Geschichten erzählen bedeutet für mich, den eigenen Erfahrungsschatz, den man so sammelt im Laufe seines Lebens, zu ordnen und dem Bedeutung zuzuweisen, Sinnhaftigkeit. Meine eigene Geschichte bedeutet mir in der Regel sehr viel und meine eigene Geschichte will ich erzählen. Das bedeutet auch, dass Geschichte an sich ein Prozess ist, der viel mit Bedeutsamkeit zu tun hat. Und wenn ich Geschichte erzählen will, die für mich etwas bedeutet, nicht nur im biografischen, sondern auch im gesellschaftlichen Bereich, dann heißt das, dass ich mich damit auseinandersetze, welchen Ereignissen ich Wert zuweise und wieso. Und das zu reflektieren und daraus aber eine Erzählung mache, die andere einlädt, zu verstehen, wieso mir das wichtig ist. Geschichte erzählen im Bereich historischer Wissenschaft, aber auch in der historischen Bildung, bedeutet, der Perspektive des Individuums Raum zu geben, um zu verstehen, was passiert da eigentlich mit einzelnen Menschen unter den und den Umständen. Das bedeutet auch, dass eine Geschichtswissenschaft oder eine Geschichtsforschung natürlich auch gucken muss, wo sind denn die individuellen Perspektiven und welche Systeme stehen dem gegenüber, die diese Individuen beeinflussen. Für deutsche Geschichte sind natürlich Zeitzeugengespräche elementar, nicht nur für deutsche, auch für internationale Geschichte. Aber gerade in Deutschland hat die historische Bildung natürlich sehr viel mit Zeitzeugen gearbeitet. Und das ist gerade elementar. Also wir befinden uns gerade in einer Phase, wo eine Episode der deutschen Geschichte bald nicht mehr erzählt werden kann. Die Zeit des Nationalsozialismus, die Zeit der Opfer des Nationalsozialismus. Und gleichzeitig haben wir aber neue Themenkomplexe, zum Beispiel Zeitzeugen aus Geschichten der deutschen Teilung und der Wiedervereinigung. Und um als junge Generation zu verstehen, wieso die Welt so ist, wie sie gerade ist, muss ich die individuellen Perspektiven aus der Geschichte verstehen. Und das bedeutet für mich History Telling. Und dann sozusagen der Übertrag noch dazu, wenn Schülerinnen und Schüler sich ab der 7. Klasse, jetzt in meinem Fall, wirklich mit Geschichte verbinden wollen, dann geht das nur über einen persönlichen biografischen Zugang. History Telling ist für mich relevant in meinem Unterricht in der Oberstufe, zum Beispiel in meinem Geschichtsgrundkurs, in dem es zum Einstieg darum ging, erstmal selber zu gucken, welche Geschichten generiere ich über mich selber, mit der Aufgabenstellung einmal das letzte Jahr anzugucken und meinem Gegenüber zu erzählen, wie war denn mein letztes Jahr? Und daraus einen Reflexionsprozess anzustoßen und zum Beispiel sich zu fragen, welche Ereignisse hast du genannt, welche hast du besonders hervorgehoben und welche hast du womöglich weggelassen? Um dann den dritten Schritt zu fragen, wieso hast du das gemacht? Ziel dieses individuellen Prozesses ist es zu sehen, dass Geschichtserzählungen oder Geschichte erzählen ein konstruktivistischer Prozess ist. Das bedeutet, diese objektive Geschichte gibt es nicht, sondern ist ein intersubjektiver Prozess. Ich merke, dass die Arbeit mit Geschichten wichtig ist für die Identifikation mit Geschichte. Das bedeutet nicht nur in der Arbeit anhand von Objekten, sondern auch in der Arbeit mit Menschen, die aus ihren eigenen Erfahrungen erzählen, gibt es eine sehr schnelle Identifikation mit den jeweiligen Menschen. Das zieht sich durch alle Altersstufen, egal vom 7. Jahrgang bis hin zum 13. Jahrgang. Alle Altersstufen sehen, da ist ein Mensch oder da ist etwas, was geworden ist, was eine Geschichte hat, damit kann ich etwas anfangen.
Ich habe einen ganz wichtigen Tipp beim History-Telling. Der Funke springt dann über, wenn man seine eigene Geschichte mit einbringt. Wenn das Persönliche und der persönliche Bezug zu den Dingen vor den Schülern klar wird, dann entsteht eine authentische Atmosphäre und dann steigt auch die Lust darauf, selber Geschichten zu teilen.